Mein Name ist Gertrud Fischbacher, ich bin bildende Künstlerin im Bereich Fotografie und Video und ich unterrichte an der Universität Mozarteum. Ich heiße Marius Schepella, mein Background ist Musik und Sound und ich unterrichte und forsche an der Fachhochschule Salzburg. Wir beschäftigen uns mit der Kombination von Textil und Sound. Und beides sind Disziplinen, die mehr sind als nur ein Material oder nur ein Klang. Und die Fragen, die sich aus der Kombination ergeben, das ist das, was uns interessiert. Wenn man beide Disziplinen voll ausschöpft und sie zusammenführt, was dann als Gemeinsamkeit entstehen kann. Eine textile Skulptur, die klingt, wenn man sie berührt, die einfach von beiden Disziplinen jeweils die Qualitäten mitnimmt und etwas Neues, Innovatives hervorbringt. Das Textile wird ja immer beschrieben als die zweite Haut, das ist so dem Menschen am nächsten. Und das beachtet man vielleicht manchmal gar nicht so oft. Und es war dann in der Corona-Zeit, wo wir überlegt haben, wo stehen wir jetzt mit unserer Arbeit oder was könnte man machen? Und haben überlegt, Textil ist ja auch ein Mittel der Kommunikation. Also es ist ja auch, wie man sich kleidet oder wie man sich einrichtet. Und dann war die Idee, diesen, es ist kein Handschuh, es ist wie eine Manschette, die aus elektrisch leitendem Garn gestrickt ist und ob man mithilfe dieses Handschuhs Berührungen in Sound übertragen könnte und damit kommunizieren kann. Und das geht ja auch um unsere Sinne, also wie erleben wir unsere Welt, wie erleben wir einen neuen Sinn, also was ist die Erkenntnis daraus? Man verschmilzt mit den Objekten. Es ist nicht so, dass wir mit ihnen sprechen, sondern es ist ähnlich wie wenn ich was anziehe, es wird ein Teil von mir. Und die Objekte, wenn ich sie spiele, ähnlich fast wie ein Musikinstrument, es wird ein Teil von mir. Ich habe die Möglichkeit, etwas zum Klingen zu bringen. Ich freue mich, wie sich was anfühlt. Also man verschmilzt. Wirklich. Ich nicht. Du nicht.